Hey, willkommen zurück am Sonntag. Schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir uns anschauen, ob die Frau dich testet, warum die Frau dich testet und was du machen kannst, um diese Tests der Frau zu bestehen. Also willkommen zurück. Wenn du schon ein bisschen länger im Dating-Thema unterwegs bist, dann kennst du vielleicht auch diesen klassischen aus der Pickup-Community kommenden Begriff Shit-Test. Dort bedeutet dieser Begriff, dass eine Frau dich testet und herausfinden will, ob du ihr nachgibst, ob du das machst, was sie will. Und das ist ein bisschen schwieriger Begriff, wir werden den gleich anders definieren. Es ist schon so, dass Frauen dich testen werden, aber ich würde nicht sagen, die Frau testet dich, um herauszufinden, ob du irgendwie gegen sie arbeitest oder ihr widersprichst. Darum geht es nicht bei Tests. Es gibt sowas wie Tests von den Frauen und ja, es ist auch irgendwo wichtig, diese Tests zu bestehen, aber nicht, um irgendwie der Frau dann besser zu gefallen, sondern die Tests, die sie macht, sind eigentlich mehr Hinweise an dich, wie du dich persönlich, wie du dich als Mann in deiner Maskulinität verbessern oder verändern kannst. Dafür sind diese Tests da. Das heißt, die Tests sind in allererster Linie erstmal was Positives, ne? Im Pickup-Jargon ist das Ganze dann mit Shit-Tests, so, also man könnte es ja mal nennen, setzen so, Scheiß-Tests oder was auch immer. Hey, willkommen zurück. Heute kümmern wir uns um das Thema Tests. Wir gucken uns mal an, warum testet die Frau dich, wie testet die Frau dich und was bedeutet das überhaupt für dich als Mann. Viel Spaß beim Video. Also, ein Thema, was immer wieder besprochen wird. Du kennst vielleicht aus der Pickup-Community diesen klassischen Begriff Shit-Test, der dann in dem Fall bedeuten soll, eine Frau testet dich halt, will sehen, hältst du ihr Stand, will sehen, brichst du ein, will sehen, ja, gleichst du dich ihrer Meinung an, nur weil sie irgendwas gesagt hat. Also, sie testet dich und wenn du diese Tests nicht bestehst, so sagt man dort, dann sinkt ihre Anziehung für dich. Und so unglaublich weit weg von der Wahrheit ist es nicht. Das stellt allerdings Tests in einem sehr negativen Licht dar. Es ist so, dass Frauen dich testen und es ist so, dass das auch irgendwo unbewusst passiert. Also das ist nichts, was die Frau aktiv macht. Aber es gibt einfach Verhaltensweisen, es gibt einfach Momente, die man als Tests deklarieren, also als Tests benennen kann und die dann schon ja, einen Unterschied machen. Aber es ist nicht so, dass wenn du die Tests jetzt nicht bestehst, dass dann die Anziehung weg ist oder sinkt. Das kann natürlich passieren, aber warum das so ist, da kommen wir dann gleich nochmal ein bisschen genauer zu. Im Grunde sind Tests mehr, und ich habe es auch in meinem Buch Die Zeus-Methode so betitelt, Testens mehr Vertrauenstest. Das heißt, die Frau möchte sehen, bist du noch der Mann, den sie da ursprünglich kennengelernt hat? Das ist das, was Tests eigentlich sind. Und ja, Tests testen dich auch auf deine Stärke in deiner Maskulinität, auf deine Stärke als in diesem Fall Mann mit deinen, ich sage mal, Einstellungen und deinen Überzeugungen. Das ist schon so. Es ist schon so, dass die Frau dich herausfordert und guckt, kann dieser Mann mir standhalten? Einfach, weil sie natürlich einen starken und zuverlässigen Mann an ihrer Seite haben will. Ne? Ganz klar, ich glaube, das ist für jeden von uns irgendwo auch nachvollziehbar. Und wie gesagt, viele Frauen machen das überhaupt nicht bewusst, wirklich überhaupt nicht bewusst, sind sich aber unbewusst, glaube ich, schon dessen bewusst, was da dynamisch so abläuft zwischen diesen beiden Geschlechtern. Also, wie kann jetzt so ein Test klassischerweise aussehen? Es könnte halt einfach sein, dass sie deine Meinung herausfordert, dass sie einen Standpunkt von dir herausfordert und dass sie es ungefähr so aussehen lässt, als könnte es von dir für dich von Vorteil sein, wenn du mit ihr übereinstimmst. Also klassisches Beispiel, das wir kennen, ist dieses, oh, die Frau hat sowieso die Hose an in der Beziehung Beispiel. Die Frau sagt irgendwas und der Mann sagt, ja, wenn sie das sagt, dann wird sie schon recht haben. Sie hat bei uns die Hosen an. So. Das ist für eine Frau jetzt nicht gerade die attraktivste Antwort auf so eine Nummer, weil keine Frau möchte die kompletten Hosen in der Beziehung oder im Zusammensein mit einem Mann anhaben. Keine Frau möchte sagen, ja, ich dominiere meinen Mann vollkommen. Also es gibt Frauen, die sind in dieser Richtung unterwegs, das sind aber wirklich die wenigsten und die können wir hier außer Acht lassen. Ne? Ich würde behaupten, fast jede Frau freut sich, wenn sie einfach einen zuverlässigen, starken Mann an ihrer Seite hat, der eine gewisse Führung an den Tag legen kann. Und Führung, wir haben das in der Vergangenheit schon besprochen, bedeutet nicht, dass du diktatormäßig sagst, das wird gemacht und das wird gemacht und deine Meinung gilt hier nicht. Das ist nicht Führung. Führung ist, dass du dich und sie an einen Punkt bringst, an dem ihr beide wollt und an dem ihr beide dann zufrieden und glücklich seid. Das ist wahre Führung. Führung bedeutet, die Leute, deine Leute, die du führst, dass es denen gut geht, dass du dich darum kümmerst, dass es denen gut geht. Das ist wahre Führung. Alles andere ist wahre Diktatorschaft. Das wollen wir nicht. Ne? Und deswegen testet dich die Frau natürlich auch auf Führung. Die Frau testet, bist du in der Lage zu führen? Und wenn sie einer von deinen Standpunkten angreift und du lässt den Standpunkt dann fallen, um es ihr recht zu machen,
dann hast du den Test sozusagen nicht bestanden. Und dann ist das auf jeden Fall auch ein negatives Zeichen für die Frau, weil sie dann merkt, okay, ich habe diesen Mann vollkommen in der Hand. Der macht alles, was ich will. Der lässt seine eigenen Einstellungen fallen, um es mir recht zu machen. Der lässt vielleicht seine eigenen Pläne fallen, um es mir recht zu machen. Und verstehe mich nicht falsch, du kannst auf jeden Fall deine Meinung ändern in einer Diskussion oder in einem Gespräch mit einer Frau. Aber du solltest deine Meinung ändern, weil du zu dem Schluss kommst, oh ja, es stimmt, die andere Meinung macht wirklich mehr Sinn. Die andere Meinung passt besser für mich. Wenn das der Punkt ist, solltest du deine Meinung auf jeden Fall ändern. Aber, und das machen eben viele Männer, ändere deine Meinung nicht für eine Frau. Schreib dir das nochmal auf. Ändere deine Meinung nicht für eine Frau. Mach nichts, um es der Frau recht zu machen, sondern mach es aus eigener Überzeugung. Ganz klar. Und wenn du das machst, dann bist du auch relativ sicher, was diese Shit-Tests angeht. Oder diese Tests, wie auch immer du das jetzt nennen willst. Eine andere Möglichkeit, warum du getestet wirst, könnte sein, dass du so tust, als ob. Ne? Es ist ja manchmal so, dass man in der ursprünglichen, also der Pickup-Community, ne? Ich tue das so zur Seite, ist ja oft so, dass es dort auch eben Taktiken gibt, die dafür sorgen, dass du dich anders verhältst, als du zum aktuellen Zeitpunkt bist. Und bis zu einem gewissen Punkt ist es ja auch in Ordnung, weil wenn man sich verändert persönlich, dann bedeutet das eben, dass man sich erstmal ein bisschen anders verhält, das ist alles in Ordnung. Aber es steckt auch manchmal eine gewisse Unechtheit dahinter. Und Frauen merken diese Unechtheit relativ schnell. Ich habe das damals, wo ich angefangen habe mit dem Ganzen, wo ich mal im Club unterwegs war, das war in Berlin auch vor 5 Jahren ungefähr, da habe ich wirklich so die ganze Zeit so auf cool gespielt. So, ah, guck mal, wie cool ich bin, ja, das stört mich alles gar nicht, ich bin so ein cooler Typ. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt, die deutlich älter war als ich. Und irgendwie hatte sie die ganze Zeit schon so das Gefühl, dass ich das nur spiele. Und ich habe permanent Tests von ihr bekommen. Ich wurde permanent von ihr herausgefordert. Sie hat permanent zu mir gesagt, hey, das bist doch gar nicht du. Und wenn man so will, könnte man auch das als Test sehen. Was dieser Test aber macht, ist, er möchte herausfinden, wer ist dieser Mann, der da vor mir ist. Der Test möchte herausfinden, bist du der Mann, der du vorgibst zu sein. Das heißt, wenn du etwas vorgibst zu sein, aber etwas ganz anderes bist, dann wirst du auch diese Tests bekommen, die einfach, ich sag mal, das richtige Ich herauskitzeln sollen. Und probier es erst gar nicht. Erstens bist du kein Schauspieler, zweitens kriegen Frauen das unglaublich gut und unglaublich schnell mit. Das heißt, diesen Weg zu gehen, so cooler zu tun, als man ist, das funktioniert nie wirklich. Solltest du dich hinentwickeln zu einem cooleren und entspannteren Mann? Auf jeden Fall. Aber wenn du in diesem Moment, wo du mit der Frau interagierst, nicht cool und nicht entspannt bist, dann ist das auch in Ordnung, dann ist es eben der Zustand, in dem du gerade bist. Du kannst diesen Zustand nicht faken. Das ist ganz, ganz wichtig. Schreib dir auch das gerne einmal auf. Du kannst einen Zustand nicht faken, außer du bist ein unglaublich großartiger Schauspieler, was die meisten von uns eben nicht sind. Das ist eine andere Variante, in der du Tests bekommen kannst, aber ich würde mal sagen, die meisten Tests sind einfach diese, ich nenne die jetzt mal Stärketests. Ich nenne sie deswegen Stärketests, weil der Begriff Shit-Test, wie man ihn aus der Pickup-Community kennt, irgendwie was Negatives an sich hat. Und dabei ist es gar nicht negativ, es ist ein Stärketest. Es ist ein Stärketest, der schaut, bist du dieser Mann, auf den ich mich verlassen kann? Bist du der Mann, der zu seinem Wort steht? Bist du der Mann, der zu seinen Einstellungen steht? Bist du ein Mann mit einer festen Weltsicht, an die ich mich auch irgendwo dranhängen kann? Kann ich deiner Führung folgen? Ist das sicher? Das ist der Test und das ist das, was die Frau in dem Moment herausfinden will. Und deswegen ist es etwas sehr Positives für dich, denn wenn du ständig getestet wirst von deiner Frau und irgendwie ständig diesen Test verfehlst, also ständig irgendwie nachgibst, dann ist es ein wunderbares Signal für dich, dass da irgendwas schiefläuft bei dir persönlich, dass du vielleicht zu stark auf die Frau fokussiert bist, es dir unbedingt recht machen willst, dass du vielleicht andere Bereiche in deinem Leben vernachlässigst und deswegen alles dafür tust, damit es ja dieser Frau gut geht und damit sie dich mag und dich lieb hat. Und verstehe mich nicht falsch, ich erwähne das jetzt nochmal erneut. Du kannst natürlich alles Mögliche für deine Frau tun. Bring ihr Blumen mit, mach ihr eine Freude, alles wunderbare Sachen. Aber wenn alles, was du tust, von dem Gedanken herkommt, jetzt muss ich es ihr recht machen, dann sind wir an einem schwierigen Punkt, dann sind wir an einem ungesunden Punkt und hier wollen wir eigentlich nicht hin. Deswegen, je mehr Tests du bekommst, desto besser ist das auch, weil es könnte ein Hinweis darauf sein, dass irgendwas in deiner eigenen, ich sage jetzt Maskulinität, nicht richtig läuft. Das heißt, freu dich über jeden Test, den du bekommst und besteh ihn mit Bravour, indem du wirklich bei dir bleibst, indem du bei deiner eigenen Stärke bleibst, indem du in deinem eigenen Kern bleibst. Setz dich mit allem ordentlich auseinander und ändere auch gerne deine Meinung, wenn du zu einer anderen Conclusion, zu einem anderen Endergebnis kommst. Aber veränder dich nicht für eine Frau. Veränder dich nicht, um es einer Frau recht zu machen. Das ist der absolute Todesstoß für dich selber, wahrscheinlich auch für die Beziehung. Aber das Schlimmste ist, dass es ein Todesstoß für dich selber ist. Du verrätst dich
dich sozusagen selber, du schwächst dich selber und auf Dauer, ja, ist das offensichtlich von Nachteil für dich. So viel zum Thema Tests. Ich hoffe, ich konnte dir das in einer ganz verständlichen Weise darstellen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie deine Erfahrungen zum Thema Tests sind. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Hier oben links kannst du den Channel abonnieren. Wenn noch nicht gemacht, auch die Glocke drücken. Hier kannst du dich für einen Coachingplatz bewerben. Und hier unten kommst du zu einem weiteren Video mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Ich freue mich, dass du hier warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.